Die Zeiten sind unsicher, die Zukunft ungewiss. Der Tourismus einer der am stärksten betroffenen Branchen in dieser weltweiten Krise. Aber es gibt einen Rettungsschirm. Und das ist nicht selten eine starke Marke. Guten Tag und herzlich willkommen hier zum dritten Tourism Talk von der Hotel Connect Stage in der Messe Bozen. Heute zum Thema Branding. Marke bekennen, sichtbar werden. Mein Name ist Evelyn Silva, ich bin Mitarbeiterin der Abteilung Projektmanagement im HGV und darf Sie durch diese Veranstaltung führen und Ihnen die Referenten vorstellen. Christian Blümelhuber, geschäftsführender Direktor des Instituts für Theorie und Praxis der Kommunikation an der Universität der Künste Berlin, spricht gleich per Live-Zuschaltung über die Kraft der Marke als Krisenkredit und über die Relevanz der Krisenkommunikation. Starke Marken leben länger, sagt auch unsere HGV-Expertin Silvia Pfeiffer, Geschäftsführerin der Angebotsgruppe Vitalpina in der HGV-Unternehmensberatung und gibt Ihnen einen Erfahrungsbericht zum Thema Markenprofilierung. Sie ist überzeugt, Branding verlangt die Bereitschaft, sich ständig neu zu erfinden. Die Forderung, dass Marken sozial und ökologisch verantwortungsvoll handeln sollen, sogenannte Impact Brands sind, ist mittlerweile im Mainstream angekommen. Stefan Fauster vom Naturhotel Drumlerhof in St. Intaufers ist jedoch schon lange davon überzeugt. Seine Mission für eine enkeltaugliche Welt stellt er uns heute in einem Best-Practice-Beispiel vor. Beiträge aller drei Referenten des heutigen Tourism Talks finden Sie übrigens auch im neuen HGV Magazine. Die neue und zweite Auflage des Magazins ist vom HGV anlässlich der Hotel 2020 wieder als Fachjournal für Hoteliers und Gastwirtinnen, Gastwirte herausgegeben worden. Spannende Inhalte zum Thema Brand Your Future finden Sie darin in Form von Fachartikeln, Interviews, Expertenmeinungen aufbereitet, gespickt mit vielen praktischen Tipps für den Arbeitsalltag. Nun aber herzlich willkommen an alle Expertinnen und Experten des heutigen Tourism Talks und damit Bühne bzw. Bildschirm frei für Christian Blümelhuber. Ja, herzlichen Dank. Wenn man einen Professor einlädt oder einen Wissenschaftler und das doch in so einer schwierigen Zeit und dann noch zugeschaltet, aus dem fernen Berlin, hat man so ein großes Ziel. Man will irgendwie noch weiter verwirrt werden und das versuche ich jetzt mit diesem kleinen Talk, Sie zu verwirren. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, Earth, Wind and Fire, ich kenne nur noch die ganz, ganz Alten im Raum, Nepper, Schlepper, Bauernfänger. So die ganze Welt scheint irgendwie eingeteilt zu sein in so eine Dreifaltigkeit, in so einen Dreisprung. Und diese Dreifaltigkeit der Welt, die erleben wir auch im Management. Die Geschäftsführer und die Chefs unterhalten sich über People, Profit und Planet, die Markenmenschen über die Medien, die man sich kauft, die eigenen Medien und die Medien, die man sich verdient. Strategen verhandeln, Segmentation, Targeting und Positioning. Und wenn Sie Ihren ganz persönlichen Lebensstil verhandeln, dann geht es um Ihr Haus, um Ihr Auto und hoffentlich auch um Ihr Boot. Also die ganze Welt ist irgendwie so dreigeteilt. Es gibt die drei Musketiere, die drei Fragezeichen und die drei Engel für Charlie. Und die Frage ist, warum ist es eigentlich so? Wieso gibt es diese Dreiteilung der Welt? Und diese Dreiteilung der Welt schenkt uns, zumindest so, wenn man Deutsch spricht, ein großer deutscher Philosoph, den die Älteren unter Ihnen alle noch kennen. Sein Name ist Michael Schanze. Dieser Michael Schanze hat eine Spielshow entwickelt fürs Fernsehen, die da heißt 1, 2 oder 3, du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei. Und das war eine wahnsinnige Innovation, plötzlich sind drei Felder frei. Und wir alle verhandeln ja eher so über zwei Felder. Es gibt irgendwie das Digitale und das Analoge. Es gibt oder gab Männer und Frauen. Also wir haben so eine duale Kodierung der Welt und plötzlich sagt dieser Michael Schanze, dass diese duale Kodierung, diese Zweiteilung der Welt selbst für Kinder unterkomplex ist.
zu einfach, zu normal. Wir brauchen eine dritte Idee, um mehr Spannung in unser Leben zu bringen. Und das versuche ich jetzt mit diesem ganz kleinen Vortrag zum Thema Marke in der Krise. Also nicht die Marke ist in der Krise, sondern die Marke hilft in der Krise und gibt uns so eine Art von Kredit. Und wenn wir das versuchen, bauen wir jetzt eben auch so ein Dreieck auf. Wir versuchen uns mit drei Themen ganz kurz auseinanderzusetzen. Wir reden über unser Herz. Wir reden über, das ist dann ja, theoretischer, über Plateaus. Das passt ja wunderbar zu dem schönen Hotelvortrag von vorher. Und dann natürlich auch das passt zu dem letzten Vortrag zum Thema der Schönheit. Was ist eigentlich so eine Marke? Wenn man vor 10 oder 15 Jahren gefragt hätte, dann wäre so die Marke das gewesen, das Logo, das da draußen am Hotel klebt. Und das war dann eben so die Marke. Und wenn dann eben der Besitzer gewechselt hat, dann war es eben plötzlich eine neue Marke. Und dann wurde man aufgekauft von so einer Riesenmarke. Und quasi so eine Marken haben sich abgewechselt, aber das Ding dahinter, also das Gebäude und vielleicht auch die Mitarbeiter, die blieben aber immer irgendwie die gleichen. Das war so die Idee, die Marke ist quasi so ein Logo, so ein Bickerl, das draußen eben irgendwo klebt. Heute verstehen wir als Marke etwas grundsätzlich Unterschiedliches. Eine Marke ist heute eher zu verstehen als eine Beziehung. Es ist ein Angebot der Vergemeinschaftung. Also, wie schaffen wir eine enge Beziehung zu unseren Gästen, zu unseren Mitarbeitern, zu unseren Lieferanten, zu den Finanziers, zu den Partnern? Und der Grund für diese Beziehung und was diese Beziehung zusammenhält, das würden wir letztendlich so als Marke verstehen. Also, eine Marke ist der Aufbau und das langlebige Halten einer Beziehung. Für viele Menschen, nicht für viele, aber für manche Menschen ist die Marke und das Herz nicht rot, sondern für die ist das Herz blau. Und wenn man, wie ich, aus München kommt, dann gibt es eben ein blaues Herz und ein rotes Herz. Das Rote sind die Bayern und das Blaue ist eigentlich der Münchner Fußballverein. Das ist der Verein 1860 München. War mal deutscher Meister 1966, hat eine Irrfahrt durch die Ligen, spielt momentan in der dritten Liga in Deutschland. Aber in dieser dritten Liga, wie in jedem Fußballverein dieser Welt, hat Corona jetzt zugeschlagen. Also wie können wir diese Beziehung zu unseren Fans aufrechterhalten in Zeiten der Distanzierung, in Zeiten von Corona? Die Dauerkarte der 60er ist die mit teuerste Dauerkarte im deutschen Profifußball. Also die 60er Dauerkarte, vor allem am Stehplatz, ist teurer als die Dauerkarte der Bayern, von Bayern München. Aber die 60er haben etwas verstanden. Die haben nämlich verstanden, was drückt eigentlich eine Dauerkarte aus. Und sie haben auf Basis der Antwort auf diese Frage zwei Arten von Dauerkarten entwickelt. Eine Dauerkarte heißt Löwenherz und die andere heißt Löwenkopf. Also Sie kaufen eine Dauerkarte und haben das Anrecht auf 18 Spiele in der Liga plus DFB-Pokal, also Pokalspiele. Nun, in Corona-Zeiten wissen Sie ja gar nicht, ob Sie überhaupt ins Stadion dürfen. Ja, also wie viele Fans dürfen ins Stadion und vielleicht, wie aktuell in München, wird es ganz geschlossen. Ja, aber sie haben ja quasi die Dauerkarte bezahlt. So, wer eine Löwenherz-Dauerkarte kauft, der zeigt sein blaues Herz. Das heißt, egal ob er oder sie im Stadion ist oder nicht, man bezahlt den Preis. Und wenn man eben nicht ins Stadion ist, sponsert man quasi seinen Verein. Löwenkopf, das sind so die Rationalen, die sagen, naja, wenn ich nicht im Stadion bin, dann will ich mein Geld zurück. Ja, und das steht mir auch zu. Also wer eine Löwenkopfkarte hat und darf aber von den 19 Spielen nur 5 im Stadion, der zahlt dann eben auch nur ein Viertel der Dauerkarte oder bekommt das Geld zurück.
Und Sie sehen, wie stark die Marke 1860 München ist, dass weit über 75% aller Dauerkarten, die verkauft wurden, eben so ein Löwenherz-Dauerkarte sind. Und das können Sie sich ja jetzt fragen, würden Ihre Gäste auch bezahlen, wenn sie nicht ins Hotel dürften? Ja, und das wäre dann der allerstärkste Ausdruck einer Marke. Also eine Marke ist die Idee einer Beziehung. Mein zweites Thema sind die sogenannten Plateaus. Und wenn ich hier in Norddeutschland über den Süden spreche, dann spreche ich oft so ein ganz klassisches Thema an. Sie kommen irgendwo in den schönen Alpenraum, Sie sind auf einem Dorfplatz und wollen was essen gehen und Sie erwarten jetzt ein Restaurant, aber ein Restaurant gibt es eigentlich gar nicht, sondern es gibt eben ein Gasthaus und es gibt ein Wirtshaus. Und wo soll man jetzt hingehen? Geht man ins Gasthaus oder geht man ins Wirtshaus? Und wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Gasthaus und Wirtshaus? So ein Berliner weiß das nicht. Sie wissen das und ich weiß es. Und ich mache jetzt quasi die Erklärung mal für einen Berliner. Der Unterschied ist eigentlich ganz einfach. Im Gasthaus ist der Gast der König und im Wirtshaus ist der Wirt der König. Und wenn Sie das wissen, dann können Sie jetzt entscheiden. Gehen Sie lieber ins Gasthaus, also da, wo ich als Gast der König bin, oder gehe ich dahin, wo der Wirt glaubt, der König zu sein oder der König ist. Und meine Empfehlung ist immer, man geht natürlich ins Wirtshaus. Wenn Sie ins Gasthaus gehen, dann bekommen Sie letztendlich das, was Sie eh wollen. Ja, also wenn Sie so einen Norddeutschen fragen, was würdest du gerne essen, dann würde er sagen, ja, so Toast Hawaii. Ja, Toast mit sowas Ähnlichem wie Schinken, sowas Ähnlichem wie einem Käse. Und wenn der Koch dann wahnsinnig kreativ ist, gibt es noch so eine Kirsche obendrauf. Im Wirtshaus, da überlegt man sich, was man ihnen liefern will. Das ist so das sogenannte Signature Dish, also das außergewöhnliche Essen, wofür man berühmt ist, der Stalder Ex in Wien. Das ist ein Saibling, der eben in Bienenwachs, und die Bienen, die das Wachs produzieren, leben natürlich auf dem Dach des Restaurants, also in diesem Bienenwachs 14 Minuten gegart. Und das ist ein Geschmackserlebnis, das Sie sich so überhaupt nicht vorstellen können, dass es sowas überhaupt gibt. Aber es wird Ihnen eben von einem Wirt empfohlen. Wenn Sie einen guten Wirt haben, der wird Ihnen Leistungen liefern, mit denen Sie nie rechnen. Der wird Sie an die Hand nehmen und wird Ihnen eine Explosion an Geschmack, an Stil, an Marke liefern. Und der Wissenschaftler nennt es dann Disclosing New Worlds. Also der Wirt macht Ihnen eine ganz neue Welt auf. Eine Welt, mit der der Gast, der nur mit dem rechnen kann, was er schon kennt, überhaupt nicht rechnen würde. Und darum ist die Aufgabe, und das ist für mich Marke, eher ein Wirt zu sein. Ein Gast, ein reiner Gastgeber zu sein, also das Gasthaus, das wäre Marketing. Wir versuchen, den Kunden das zu liefern, was er will. Und der Wirt liefert etwas, mit dem der Kunde nie rechnet und was den Kunden aber überzeugen würde. Das nennt man eben in der Gastronomie, das wissen Sie alle, das Signature Dish, also das Gericht, für das man letztendlich steht. Und eine Marke braucht so ein Signature Dish, braucht eine Signature Idee oder braucht eine Geschichte, in der eben die Marke irgendwie so verdichtet erlebt wird. Und wenn wir vorher dieses wahnsinnig tolle Hotel da auf den Gipfeln gesehen haben, dann ist vielleicht der Ausblick, die Signature-Idee oder das Signature-Ding von diesem Hotel. Also, eine Marke lebt über wahnsinnig viele Elemente. Die lebt natürlich auch über das Logo, die lebt natürlich auch über die Uniform, aber die lebt eben vor allem über diese Idee, für die der Wirt, für die der Markeneigentümer eben steht. Und diese Idee, das wäre dann das, was ich so als Plateau einer Marke bezeichne. Sie sehen, hier habe ich mal versucht, eine Marke, also die Marke Bayern, zu zeichnen. Und Sie sehen da keinen Markenkern, sondern Sie sehen erstmal alles, was man so mit dieser Marke verbinden könnte. Und das Spannende ist, die Marke lebt eben über all diese Verbindungen. Und ich würde Ihnen immer raten, mal Ihre Marke zu zeichnen oder zeichnen zu lassen, nämlich all das, was Ihre Marke ausmacht. Und dann sehen Sie so in dem
Bildelchen, so grüne oder gelbe Bombe, das sind so Verdichtungen, da passiert etwas ganz Besonderes, da kommen mehrere Themen zusammen, das würde man so als Markenplateau bezeichnen. Ja? Das sind quasi die Ideen, wo sich Ihre Marke verdichtet. Und so ein Plateau lässt eben die Substanz, das Credo, quasi das Glaubensbekenntnis der Marke lebendig werden, erzählt eine Signature-Story und macht die Welt hoffentlich attraktiver. Also Ihre Aufgabe wäre es eben so, Markenplateaus zu erkennen, zu entwickeln und letztendlich Ihren Gästen, Ihren Mitarbeitern, Ihren Kunden zu schenken. Und all das machen Sie natürlich nicht in Corona und auch eine Beziehung bauen Sie nicht während der Krise auf, sondern die brauchen Sie eben vorher. Es ist eine Daueraufgabe. Marken zu führen ist eine Daueraufgabe und nichts, was man so auf Knopfdruck eben erledigen kann. Wo ist es so richtig schön, Sie würden mir natürlich zustimmen, hier diese wahnsinnig schöne Szenerie in den Alpen. Und so eine Alpenszenerie lebt also über mehrere Elemente, aber über zwei ganz klassische Elemente. Da gibt es einmal diese Zinnen da oben, da wo es irgendwie gefährlich ist, da wo der Wind bläst und wo sie eben am Haken hängen und all dem ausgeliefert sind, was die raue Natur uns so liefert. Und quasi als Kompensation, so das Gegenteil, ist dann unten im Tal, da wo man sich zurückzieht, zur Kirche, zum Wirtshaus, zum Kachelofen. Ja? Und über diese beiden Elemente, so das Heimatige im Tal und das raue, gefährliche dort oben, davon lebt erstmal so die schöne Szenerie, in der Sie alle zu Hause sind. Und davon lebt auch jede Marke. Also wenn wir uns über Marken unterhalten, dann kommen wir eben von diesem Alpenraum aus meiner Sicht wunderbar lernen. Und als Produkt gegossen gab es in meiner Kindheit, und es gibt auch wieder dieses Eis, das hieß und heißt immer noch Dolomiti. Und Sie merken auch, dieses Dolomiti-Eis besteht natürlich aus drei Schichten. Aus den drei Zinnen, aus dem da unten, dem Dorf und dann so eine Schicht dazwischen. Und das ist eine ganz klassische Idee des Alpenraumes, also das Zusammenspiel zwischen der Naturlandschaft und der Idylle einer Kulturlandschaft. Und wenn wir sagen, wir leben jetzt unter diesen Bedrohungen eines Viruses, das nehmen wir jetzt mal als diese bedrohliche Naturlandschaft, dann braucht diese Bedrohung die Kompensation der Idylle. Und wenn wir es aber dann in Normalzeiten zu idyllisch haben, dann braucht man auch wieder ein bisschen Bedrohung, dann braucht es eben auch Verwirrung, dann braucht es was Neues für Ihre Marke. Also, das bedeutet, jede Marke lebt durch folgendes Zusammenspiel. Auf der einen Seite gibt es Elemente, ich fange jetzt unten an, im Tal, die wir wiederholen. Also, wofür steht meine Marke? Was sind diese Signature-Ideas? Und die zeigen wir in jeder Interaktion. Aber wenn wir das immer nur wiederholen, wird es unfassbar langweilig. Wir brauchen auch immer wieder kleine Innovationen, immer wieder etwas Neues, immer wieder kleine Experimente, um auszuprobieren, wo könnte man vielleicht so ein neues Plateau finden, was könnten wir unseren Kunden, unseren Gästen, unseren Mitarbeitern eben noch liefern. Und dazwischen ist diese rote Schicht, die Himbeere oder wie immer das Ding da schmecken soll. Und das würde ich mal bezeichnen als Leadership. Jede Marke braucht einen Leader. Eine Person oder eine Gruppe von Personen, die eben die Marke führt, die eine Idee hat, wo die Marke hin will, die mitentscheidet, was wiederholt wird, die Innovationen setzt. Das wäre das Leadership. Umgesetzt wird die Marke von allen Mitarbeitern ihrer Häuser. Die Marke hat nichts zu tun in irgendeiner Werbeagentur. Die liefern ein paar Zuarbeiten. Das Erleben der Marke, dass hier eine Beziehung entsteht, dafür sind eben alle beteiligt. Also die Beziehung einer Marke, das machen eben alle.
Und wenn Sie so eine starke Beziehung aufbauen zu all Ihren Kunden, Stakeholder-Gruppen, dann können Sie eben auch so einem Virus entgegentreten. Denn die Beziehung zu Menschen, Menschen, die Ihnen auch in schwierigen Zeiten mal helfen, das wäre quasi dieser Rettungsschirm, den die Marke über ihre Betriebe setzt. Diesen Rettungsschirm in der Krise aufbauen ist wahnsinnig schwierig. Diesen Rettungsschirm laufend aufzubauen, um dann, egal wie die Krise ausschaut, dann einlösen zu können, das wäre eben so die Kernidee. Und diesen Rettungsschirm, den baut eben ein Wirt auf. Ein Wirt, der nicht nur das abliefert, was Gäste vermeintlich wollen, sondern der selbst eine Idee hat. Der eine Idee hat, wofür er oder sie steht. Und wenn uns das gelingt, dass wir eine enge Beziehung aufbauen, dass wir eine Idee haben, was uns so besonders macht, und dann alle so mit an die Hand nehmen, dann haben wir eben aus meiner Perspektive eine ganz starke Marke kreiert, die uns hilft in guten und in schlechten Zeiten. Herzlichen Dank. Wer sind wir? Genau diese Frage stand bei den Vitalpina Hotels vor rund einem Jahr im Raum. Die Frage hatte sich in den Wochen und Monaten davor immer wieder stark herauskristallisiert. Für die Vitalpina Hotels war es nicht mehr ganz klar, für was Vitalpina eigentlich steht. Was macht Vitalpina? Was möchte man transportieren? Oder lassen Sie es mich anders sagen. Es war den Hotels vielleicht schon klar, was sie transportieren möchten, aber die Botschaft hatte sich über die Jahre etwas verwässert. Dadurch wurde die Frage, wer sind wir, immer lauter. Schönen guten Tag. Mein Name ist Silvia Pfeiffer und ich bin in der HGV Unternehmensberatung für die Geschäftsführung der Vitalpina Hotels verantwortlich. Erlauben Sie mir ein paar Punkte zum Werdegang. Die Gründung der Angebotsgruppe Vitalpina Hotels geht auf das Jahr 2006 zurück. Unter der Führung des damaligen SMG-Direktors Dr. Christoph Engel entstand die Idee, eine lokale Vereinigung gleichgesinnter Hotels zu gründen. Es war die Idee, die Angebotsgruppen als Speerspitzen zu Südtiroler Themen zu gründen und in diesem Fall der Vitalpina Hotels zum Thema des Wanderns, des Aktivseins und der Natur. Bei Gründung zählten rund 15 Betriebe als Mitglieder zu den Vitalpina Hotels. Aktuell, 2020, sind es mittlerweile 33 Mitgliedsbetriebe quer durch ganz Südtirol. Seit 2018 liegt die Geschäftsführung beim HGV und über die Jahre ist viel Gedankengut und viele Themen gesammelt worden. Bis vor kurzem lag die Kernkompetenz, lagen die Schwerpunkte auf den drei Säulen, dem Aktivangebot, dem Ernährungsangebot und dem Wohlfühlangebot. Wie erwähnt, liegt die Geschäftsführung seit 2018 beim HGV und quasi zeitgleich bin ja auch ich mit an Bord. Auch ich musste die Hotels erst kennenlernen, ihre Philosophie, ihre Themen, ihre Einstellungen. Vitalpina und die Schwerpunkte. Vitalpina war mir ein Begriff, aber allerdings war auch mir nicht der Kern, die Schwerpunkte bekannt. Daher habe ich beschlossen, die Hoteliers und die Betriebe kennenzulernen und ging sie besuchen. Aus gemeinsamen Gesprächen und Treffen hat sich dann herausgestellt, dass sich die Marke Vitalpina längst an diesen drei Kernthemen, wie sie bisher waren, vorbei entwickelt hat. Die Hoteliers konnten meine Frage, wer sind wir, nicht klar beantworten. Und man geriet in eine Art Erklärungsnot. Die Zeit war deshalb reif, sich noch einmal ausgiebig mit diesem Thema, mit dem Thema Marke zu beschäftigen, sich dem Thema Marke zu widmen. Gemeinsam diese Frage zu beantworten, gemeinsam zu ergründen,
wer sind wir? Und somit ist der Profilierungsprozess gestartet. Der Bereich Konzept und Marketing in der HGV Unternehmensberatung hat die Vitalpina Hotels bei diesem Prozess begleitet. Es waren sehr spannende Monate und Wochen und verschiedene Themen wurden zusammen aufgegriffen und zusammen diskutiert. Schon bald war klar, dass eine immer tragendere Rolle die Gastgeber bei den Vitalpina Hotels spielen. Sie sind Menschen, sie sind Gastgeber, sie sind Persönlichkeiten, sie sind Wissensvermittler und Experten und vieles, vieles mehr. Das Thema Natur, das Thema Nachhaltigkeit war seit jeher ein Hauptthema bei den Vitalpina Hotels. Der Umgang, der respektvolle Umgang mit der Natur, die Achtsamkeit, der Genuss, ein wichtiger Teil der Philosophie. Nachhaltigkeit war seit jeher Thema, ohne es wirklich beim Namen zu nennen, ohne es explizit zu nennen. Und all dies mündet in der Naturlandschaft Südtirols. Südtirol ist nicht nur Berg, ist nicht nur Gestein, Südtirol sind auch Täler und Weiten. Es war auf einmal klar, für was Vitalpina Hotel steht, beziehungsweise was wir sind. Der seit jeher vorhandene Claim, wir leben Berge, wurde durch die neuen Themen perfekt unterstützt. Wir Menschen leben die Nachhaltigkeit, Berge, Naturlandschaft. Durch die Profilierung war eigentlich klar, dass wir irgendwo ansetzen und umsetzen müssen, sowohl in der Kommunikation als auch in der Produktentwicklung. Das war Anlass, die Marke Vitalpina zu überarbeiten, zu relaunchen und auch Anlass, diese Themen in die Kommunikation mit einzubauen. Diese Themen sollten fortan auch in der Kommunikation gespielt werden. Ein erster Schritt war die Überarbeitung des Logos und danach natürlich auch im grafischen Erscheinungsbild. Es ist mir daher eine besondere Freude, heute erstmals das Logo auch der Öffentlichkeit vorzustellen. Die Mitgliedsbetriebe konnten es bereits seit ein paar Wochen sehen. Links im Bild sehen Sie das Logo, wie Sie es bisher kennen, wie Sie es auch auf die vorherigen Slides gesehen haben. Rechts im Bild das seit knapp 2 Monaten neue Logo. Es war den Hotels, es war den Mitarbeitern, es war allen sehr wichtig, es nicht zu revolutionieren, von Grund auf zu verändern, da es über die Jahre eine Bekanntschaft, ein gewisses Standing erreicht hat. Es sollte aber modernisiert und auch etwas lebendiger und emotionaler werden. Auch hier sehen Sie die Farben der Südtiroler Natur und die Basis Südtirol, die Themen trägt. Im Zuge der grafischen Überarbeitung wurde auch der Katalog überarbeitet. Auch hier sehen Sie links im Bild den klassischen Katalog, wie er bisher war, und rechts im Bild den Katalog, der nebenbei gestern in Druck gegangen ist, das jetzt nun ein völlig neues Konzept ist und viel auf die Themen eingeht. Durch diese neue Art der Kommunikation wollten wir einfach mehr Geschichten erzählen, mehr Emotionen übermitteln, mehr Inhalte zeigen, unsere Themen spielen. Vorher war es ein klassischer Katalog, wie ich schon erwähnt hatte, und jetzt spielen wir auch unsere Inhalte. Die Gastgeber haben Gesichter. Es sind Menschen, die hinter den Häusern stehen. Menschen, die Geschichten erzählen, die ihre Geschichten erzählen. Auf den weiteren Seiten gibt es Fachartikel zu den Themen, die uns besonders am Herzen liegen. Vom Umweltschutz zu der nachhaltigen Anreise bis hin zu den regionalen Produkten. Die Gäste sollen in den Prozess mitgenommen werden, informiert werden und emotional berührt werden. In den nächsten Wochen wird auch schon die neue Webseite online gehen. Auch dort werden unsere Themen wieder gespielt. Der Gast soll bereits auf unserer Homepage abgeholt werden.
In der Gruppe wird auch ständig an der Produktentwicklung weitergearbeitet. Aktuell sind wir dabei, die Qualitätskriterien zu überarbeiten. Die Qualitätskriterien sind notwendig für eine Aufnahme in die Gruppe. Künftig soll noch vermehrt auf die Regionalität eingegangen werden, viel mehr Produkte aus Südtirol. Auch das Projekt Klimaschutz liegt uns sehr am Herzen. Bei dem Druck unseres aktuellen Kataloges haben wir zum Beispiel in Wasserquellen investiert. Auch da wieder den Bogen der 360-Grad-Spanne. Die nachhaltige Anreise soll beworben und belohnt werden in den künftigen Kriterien. Man kann sagen, Ernährung, Mobilität, den Respekt zur Natur, das sind und bleiben die Kernthemen. An dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, dass bei den Vitalpina Hotels eine eigene Arbeitsgruppe ins Leben gerufen wurde, die sich mit den Qualitätskriterien und besonders auch mit der Nachhaltigkeit beschäftigt. Sie wollen die Qualitätskriterien dahingehend verändern, dass der Gast sie auch im Haus spürt und dass der Gast sie auch bei der Kommunikation spürt. Marke ist ein laufender Prozess. Es hört nicht irgendwo auf. Marke entwickelt sich ständig weiter. Deshalb haben die Veränderungen, die vergangenen Prozesse, vielen Mitgliedern Anlass gegeben, sich weiterzuentwickeln, persönlich mit ihren Betrieben zu wachsen. Ein Betrieb hat mir aus einem persönlichen Gespräch erzählt, hat sich von einem mittelmäßigen Drei-Sterne-Haus zu einem Vier-Sterne-Vorzeigehaus entwickelt. Und er hat nicht so sehr in die Hardware investiert, sondern ist seiner Software auf den Grund gegangen. Er hat seine ganz spezielle Leidenschaft für ein Produkt entdeckt, das er nun in seinem ganzen Haus spielt. Es ist uns daher auch wichtig, dass jeder Gastgeber seine persönliche Note, seinen persönlichen Stempel abdrückt. Mitglieder stärken und inspirieren sich auch gegenseitig. Der Austausch ist sehr wichtig und nicht nur in Zeiten wie diesen. Die Gruppe gewährleistet Sicherheit und Sichtbarkeit und Präsenz. Und in Zeiten wie diesen werden Kräfte und Budgets noch gebündelter eingesetzt, um gut und sichtbar zu kommunizieren. Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass es für mich und auch für eine Gruppe nie aufhört, spannend zu sein. Und speziell mich freut es, diese Gruppe begleiten zu dürfen, mit ihnen die Ideen und Träume zu verwirklichen. Tolle Erfolge, die man gemeinsam erzielt. Danke. So, nun darf ich noch einmal Stefan Fauster begrüßen vom Naturhotel Drumlerhof. Sie haben sich ja ganz der Nachhaltigkeit verschrieben. Das ist für Sie keine leere Worthülse, sondern was steht bei Ihnen da dahinter? Warum haben Sie sich gerade für dieses Thema entschieden und wie wird das konkret im Hotel umgesetzt, dieses Thema, und wie wird das auch den Gästen erklärt? Ja, danke für die Einladung. Danke, dass wir auch die Philosophie oder die Herzensangelegenheit von unserem kleinen Hotel hier mit den Kollegen auch teilen dürfen. Ich komme von einem kleinen Bergbauernhof am Ritten. Wir waren dort 6 Geschwister. Wir hatten 3 Kühe und 3 Schweine. Und der einzige ebene Boden, den wir dort hatten, das war der von der Stube. Also es war alles sehr steil und sehr mühsam zu bearbeiten. Und diese Wörter, die momentan benutzt werden, die Nachhaltigkeit, die Circular Economy und wie es alles heißt momentan, das war gang und gäbe auf so einem Hof, wenn man dort nicht nachhaltig gewesen wäre oder diese Kreislaufwirtschaft gemacht hätte oder diese No-Waste-Ökonomie, von der wir momentan sprechen. Auch wenn wir das nicht getan hätten, dann hätten wir nicht überleben können. Und diese Philosophie von diesem Hof habe ich vor 25 Jahren dann mitgenommen, als ich meine Frau kennengelernt habe und dann in den Drumlerhof gekommen bin und habe mir
bin eigentlich dort zum ersten Mal in ein größeres Hotel hineingekommen und gesehen, wie es funktioniert. Und dann habe ich mir eben gedacht, warum sollen wir diese Werte, was wir dort gelernt haben, auf so einem kleinen Hof, nicht auch in die Hotellerie mit hineinnehmen, um eben aufzuzeigen, dass es auch mit ein bisschen weniger, aber dafür mit der besseren Qualität auch sehr gut funktionieren kann. Wenn wir das jetzt konkret anschauen, was bei Ihnen Nachhaltigkeit heißt. Das heißt, Lebensmittel kommen bei Ihnen aus der Region, kommen vom lokalen Bauern oder aus dem fairen Handel. Die Lodenstoffe auf den Sesseln am Empfang und die Dirndeln der Mitarbeiter, die sind von lokalen Handwerkerinnen und Handwerkern handgenäht worden. Wie leicht oder wie schwierig ist dies jetzt konkret in der Umsetzung? Welchen Herausforderungen sind Sie dabei begegnet oder begegnen Sie noch immer in Ihrer täglichen Arbeit? Also das Wort Nachhaltigkeit ist von mir aus gesehen ein sehr korrumpierbares Wort, denn es wird momentan, glaube ich, auch nicht nur benutzt, sondern auch missbraucht. Und ich bin der Meinung, das Wort Nachhaltigkeit, ich bin sogar schon, ermüdet schon, dieses Wort überhaupt auszusprechen. Mir gefällt besser der Ausdruck vielleicht die Enkeltauglichkeit oder noch mehr ist, glaube ich, die Achtsamkeit. Ich bin der Meinung, dass wir Unternehmer unsere Pflicht sein muss, auch wenn wir heute Unternehmen haben, die was gut funktionieren und auch Gewinne erwirtschaften, dass wir die Pflicht haben, auch etwas zurückzugeben. Und dort, glaube ich, fängt es an mit der Achtsamkeit im Unternehmen. Wie geht es meinen Lieferanten? Wie geht es meinen Gästen? Wie geht es meiner Familie? Wie geht es meinen Mitarbeitern? Und ganz wichtig ist auch, dass wir einfach schauen, dass wir die Geschichte hinter den Produkten kennen. Denn momentan haben wir alles bepreist. Wir haben in alles einen Preis gegeben. Ja? Ein Kilo normales Huhn kostet momentan 3,40 Euro, 4 Euro. Aber jeder muss wissen, dass das nicht der reelle Wert ist von diesem Huhn. Und, wenn wir hergehen, auch als Unternehmer, und nicht die realen Preise zahlen, die zu zahlen sind, dann zahlt sie einfach jemand anders für uns. Und das ist dann eine ethische Entscheidung. Denn ich muss dann sagen, okay, mir ist das egal, wo das Huhn herkommt, mir ist egal, ob das Tier gelitten hat und dass der Produzent nicht seinen gerechten Lohn gekriegt habe, aber dafür ich meine Gewinne steigern kann. Aber ich kann, glaube ich, heute nicht mehr sagen, ich habe es nicht gewusst. Denn wenn wir heute das wissen wollen, dann wissen wir genau, wo unser Fleisch herkommt, wo unser Gemüse herkommt, wo unsere Produkte herkommen. Und ich bin der Meinung, ich als Unternehmer ist es meine Pflicht zu schauen, wer sind meine Lieferanten. Und ganz wichtig ist auch, hinter die Produkte hineinzuschauen. Wo kommen sie her? Und es ist gerade vorhin auch gesprochen worden, um Marken zu stärken, dass es wichtig ist, eine Geschichte zu erzählen. Und ich bin der Meinung, es ist viel wichtiger heute im Tourismus, auch in Südtirol, glaube ich, die Buffets kürzer zu machen und weniger Produkte drauf zu haben, aber dafür die wenigen Produkte, die was wir haben, damit wir darüber auch eine Geschichte erzählen können, dem Gästen gegenüber, aber auch, dass die Mitarbeiter informiert sind und nicht nur einfach hergehen und einen Teller von der Küche zum Gast tragen. Ich bin der Meinung, da kommen wir jetzt auch zu den Mitarbeitern hinein, wenn wir Nachhaltigkeit sprechen. Denn auch, wie geht es meinen Mitarbeitern? Aber wenn ich nur einen Tellerträger bringe, wo ich ein Produkt, einen Teller von der Küche zum Gast trage, dann tue ich mich ja selbst erniedrigen auch. Aber wenn ich als Mitarbeiter, als Bedienung genau die Geschichte von diesem Produkt kenne oder vielleicht sogar auf diesem Hof gewesen bin und weiß, wo es produziert wird, dann kann ich dem Gast eine Geschichte erzählen. Und der Gast ist sehr dankbar für diese Geschichten momentan, denn wenn man schaut, die urbanisierten Menschen praktisch, das sind ja der Großteil unserer Kunden, die sind so weit weg von der Natur. Und je weiter sie weg von der Natur sind, je schlechter geht es ihnen. Das ist gleich wie wenn man einen Fisch aus dem Wasser rausnimmt, er stirbt, glaube ich, er überlebt lange. Und so passiert es auch mit uns Menschen. Je weiter wir von der Natur weg sind, je schlechter geht es uns. Und ich bin der Meinung, wir haben eben die Aufgabe, das den Menschen wieder näher zu bringen. Wir im Drumlerhof machen das so, wir haben einmal die Woche, laden wir unsere Gäste zu einem Aperitif ein und dort erzählen wir ihnen dann auch ein bisschen die Geschichte von unserem Hotel, wo wir die Produkte herbekommen, wer unsere Lieferanten sind und. Und so können wir auch ganz nahe zum Gast hinkommen und der Gast hat eine Freude daran, denn zum Beispiel bei uns gibt es einmal die Woche zum Beispiel auch ein
einen Hamburger, ein Fleischkrapfel, ja, ganz ein normales. Ja. Und wenn ein Gast heute 160, 170 Euro zahlt und der sagt, am Abend stellst du mir einen Fleischkrapfel auf den Teller drauf, ist, glaube ich, nicht ganz richtig, denn ich möchte ja vielleicht ein Filet essen oder ein Steak essen. Ja. Aber wenn ich dem Gast erkläre, dass wir ganze Tiere kaufen und wenn wir ein Tier schlachten, bin ich der Meinung, da geht es auch wieder um die Achtsamkeit, der Umgang mit den Tieren oder mit den Produkten. Das müssen wir auf eine andere Ebene stellen. Und wenn wir heute ein Tier schlachten, dann ist nicht nur das Filet und der Rücken die Edelteile, von denen ja gern gesprochen wird, sondern das ganze Tier ist edel. Und ich bin der Meinung, wir müssen auch das ganze Tier aufbrauchen. Und dann erkläre ich dem Gast auch oder unseren Mitarbeitern, dass das Tier vielleicht auch einen Bauchlappen hat oder ein Stück Schulter hat. Aber das Fleisch ist ja nicht weniger wertvoll. Und deswegen hat er dann Freude, wenn er sagt, ah, dann kann ich diesen Hamburger essen, und hat eine Freude, weil er einfach teilhaben kann an dieser No-Waste-Kitchen, wo wir einfach schauen, dass wir einfach alles aufbrauchen und dass sich der Kreislauf auch zum Schluss wieder schließt. Wir verfolgen ein bisschen bei unseren Lebensmitteln diesen Null-Kilometer-Gedanken, also diesen Slow-Food-Gedanken ein bisschen. Das heißt, wenn wir 0 Kilometer, das wäre gelogen und ist auch nicht möglich. Aber wir schauen, dass wir im Umkreis von 600 Kilometern unsere Produkte einkaufen. Das heißt, dass wir nicht das Lamm aus Neuseeland haben und das Fleischsteak nicht aus Nebraska kommt und. Wir schauen wirklich sehr saisonal und sehr regional einzukaufen. Aber nachdem wir ja ein Hotel sind und nicht ein Kloster und wir auch Gäste haben, die gerne einen guten Kaffee trinken oder eine Banane haben oder auch eine Schokolade, da schauen wir auch, wo wir die Produkte herbekommen. Und das ist für uns auch sehr wichtig gewesen, denn wenn wir heute in eine Bar gehen und einen Kaffee um einen Euro trinken, muss uns ganz klar sein, dass wir auf der anderen Seite der Erde uns einen Sklaven halten, der für uns arbeiten muss, denn der richtige Preis für einen Kaffee ist nicht ein Euro, sondern der ist viel, viel höher, wenn er ethisch produziert wird. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir ethische Produkte, die was ethisch in Ordnung sind, konsumieren. Und so schauen wir eben, dass wir einen Kaffee, einen biozertifizierten haben und aus fairen Handel haben oder eine Banane aus fairen Handel kriegen. Oder die Schokolade kaufen wir im dritten Weltladen, zum Beispiel in Sint-Ruiden und unterstützen dort auch diese Organisation. Oder zum Beispiel, wenn wir Hülsenfrüchte kaufen oder solche Sachen, die kaufen wir einfach aus dem fairen Handel oder auch aus diesen dritten Weltläden. Das kostet nicht viel mehr, aber man hat ganz eine andere Energie im Haus, wenn man auch mit solchen Produkten arbeitet. Vielleicht viele Kollegen sagen dann, ja, das kostet mehr, wie funktioniert das? Ein Kollege hat einmal gesagt, auch eine Aussage, für mich ist die Aufgabe, die billigste Karotte zu suchen. Das ist meine Aufgabe, damit mein Betrieb gut funktioniert. Meine Aufgabe ist, ich bin ein bisschen der Food Scout, die tollsten und die ethisch saubersten Produkte zu suchen. Und das ist eine tolle Aufgabe und auch ein schöner Weg. Wichtig ist einfach, dass wir die Geschichte nochmal hinter den Produkten kennen. Und ich kann sagen vom Drumlerhof, dass wir sicher zu 90% unserer Produkte die Geschichte auch kennen und dahinter stehen. 100% wäre gelogen, denn wir stoßen auch an Grenzen. Aber wir sind auf einem Weg und probieren den halt immer wieder zu verbessern. Sie haben sich damit sicherlich nicht für den einfachsten Weg entschieden, aber man spürt Ihre Leidenschaft und Ihre Überzeugung dahinter, dass das der richtige Weg ist. Wie ist das bei den Gästen? Mittlerweile ist das Thema Nachhaltigkeit, ökologische Verantwortung, ist ja auch laut verschiedenen Umfragen das Thema für die Urlaubsentscheidung. Stimmt das wirklich? Spüren Sie das bei Ihren Gästen? Oder müssen Sie da teilweise noch viel Überzeugungsarbeit leisten? Oder umgekehrt kommen zu Ihnen nur Gäste, die gezielt Ihr Hotel wegen dieses Themas ausgewählt haben? Oder lassen Sie sich ab und an dann auch von Ihnen überzeugen, dass das der richtige Weg ist? Müssen Sie dann noch viel Überzeugungsarbeit leisten? Also wir, der Drumlerhof, wir kommunizieren schon sehr spitz auch. Das ist auch unsere Marke, glaube ich. Denn einige Gäste sagen auch, dass ich vielleicht teilweise zu radikal bin. Aber wenn man radikal dekliniert, dann kommt das von der Wurzel, von der Radice. Und ich bin, glaube ich, schon der Meinung, dass es sehr wichtig ist, dass man verwurzelt ist, denn dann hat man auch in Krisenzeiten einen guten Stand und Bäume, die tief wurzeln. Und ich glaube, die Nachhaltigkeit, ich nenne sie eben die Achtsamkeit, die wurzelt sehr tief
und dann hat man auch einen guten Stand. Momentan schreit alles nach solchen Produkten, das stimmt, ja. Aber ich glaube nicht, und wenn man heute auch wieder mit Beratern spricht und Experten spricht, sie sagen alle, das Thema Nachhaltigkeit ist keine Buchungsentscheidung momentan noch, denn die Gäste haben immer noch ein bisschen Angst, weil sie wollen alle viel haben, also mehr Quantität als wie Qualität. Und deswegen sagen sie immer, lieber als wie einen nachhaltigen Betrieb buche ich lieber einen super Wellnessbetrieb, denn da weiß ich, da wird Vollgas gegeben, da habe ich alles, muss zwar nicht alles konsumieren, aber ich bin auf der sicheren Seite. Man muss nur schauen, warum funktioniert die Kreuzfahrtindustrie so boomt so nicht. Einfach, weil die Leute einfach alles haben wollen. Aber das Thema, was wir spielen in unserem Haus, ist eben nachhaltig. Es hält nach und es ist nicht ein Strohfeuer. Denn wenn der Gast einmal bei uns im Haus ist, dann ist er ein sehr treuer Gast. Denn sobald man ihn auf dieses Thema einführt und ihm eben aufzeigt, wie es funktioniert, dass man bei uns nicht erfrieren muss, dass man nicht verhungern muss und dass man auch WLAN haben kann, dann sind sie begeistert von diesem Konzept. Aber das Konzept oder auch diese Haltung, was wir haben, ist diese Herzensangelegenheit, so wie wir das machen, das nehmen die Gäste dankbar an, denn sie suchen ja nach so etwas und sie sehen es, wow, man kann wirklich hier 14 Tage Urlaub machen und es geht uns gut. Denn ich bin der Meinung, ein guter Gastgeber, der hat für mich schon die Entscheidung getroffen, also die Wahl. Ich will nicht mehr wählen. Ich will nicht am Abend zwischen 20 Salaten wählen. Ich will, dass du mir den besten Salat auf den Tisch bringst und mir auch die Geschichte erzählst für diesen Salat. Wo kommt er her? Oder von diesem Fleisch? Ich will nicht zwischen 20 Saunas wählen. Ich will eine tolle haben oder ich will zwei tolle Saunas haben. Denn wenn ich im Urlaub wählen muss, dann ist es für mich wieder Stress. Denn wir müssen momentan den ganzen Tag wählen und entscheiden. Die Menschen sind müde. Und ich glaube, wenn heute jemand zu uns ins Haus kommt, dann vertraut er dir deine Lebenszeit an. Und dann haben wir eine Verantwortung und müssen für ihn die besten Entscheidungen treffen und ihm das Beste bieten. Aber das Beste heißt nicht das Teuerste, wo das größte Feuerwerk oder noch den längeren Pool, sondern wirklich, wo Werte drinnen sind. Und die Werte kriegen wir auch, weil wir seit 2013 sind wir auch ein gemeinwohlzertifizierter Betrieb. Wir wirtschaften auch im Sinne der Gemeinwohlökonomie. Ist eine andere Art des Wirtschaftens, denn wenn wir momentan schauen, das Wirtschaftssystem, was wir momentan auf dieser Erde haben, es krankt einfach überall. Und man kann sich nur umdrehen, man braucht nicht weit schauen. Wir sehen, es ist ein System, was nicht menschenfreundlich ist, es ist nicht naturfreundlich, es ist einfach ressourcenraubend und es geht einfach nur um Wachstum. Unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten. Ich glaube, er fordert entweder oder ein Ökonom, ein Banker oder ein Narr, aber kein normal denkender Mensch oder ein Kind kann das fordern. Bei der Gemeinwohlökonomie geht es einfach um andere Werte. Dort geht es um die Solidarität, dort geht es um die Nächstenliebe, dort geht es um wahre Werte. Wie geht es der Familie, wie geht es meinen Mitarbeitern und wie geht es meinen Lieferanten auch? Denn ich bin nicht nur hier, ein Hotelbetrieb ist ja ein ressourcenkonsumierendes Unternehmen. Und dann muss ich eben auch schauen, wo kriege ich meine Produkte her. Und nicht einfach nur sagen, heute kaufe ich ein, ich brauche ein Filet, egal wo es herkommt, ich will es haben. Man kann alles haben, aber man muss immer schauen, was kostet es. Denn das momentane Billig, was wir haben, überall, das wird uns sehr teuer zu stehen kommen. Und irgendwann werden wir die Rechnung bezahlen. Wir sprechen alle von Enkeltauglichkeit. Das ist Enkeltauglichkeit, wenn wir denken, was lassen wir unseren Enkeln hinten. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, wie wir mit unserem Haus, mit der Mutter Erde und wie wir allgemein mit unseren Lebewesen, die mit uns hier sind, umgehen. Und das probieren wir in unserem Hotel drin so ein bisschen zu leben und auch an unseren Gästen weiterzugeben. Ja, und das funktioniert ja sehr gut, denn wir können aufzeigen, wir sind ein gut funktionierender Betrieb, wir haben keine Überschuldungen. Es funktioniert und es macht sehr, sehr viel Freude. Sie haben es vorhin bereits angesprochen, dass der Gast teilweise auch noch nicht verzichten möchte. Nachhaltigkeit finden ja alle toll, solange ich mich nicht persönlich einschränken muss. Was Sie ja jetzt auch teilweise noch zu solchen Kompromissen zwingt, wo Sie sagen, Sie haben
doch Bananen im Angebot, schauen dann aber natürlich, dass sie aus fairem Handel kommen. Glauben Sie, dass Sie irgendwann so weit sind, dass Sie wirklich hier keine Kompromisse mehr eingehen müssen und auf solche Produkte ganz verzichten, weil das beim Gast angekommen ist, dass wir wirklich uns auf die lokalen Produkte beispielsweise beschränken? Oder ist der Weg gar noch so lang? Wie wir unser Haus führen, wir sind ein bisschen ein, ich sage immer, wir sind ein bisschen ein komisches Hotel, ja. Wir sind anders und wir sind gern anders. Aber auch unsere Gäste sind anders, die zu uns kommen, denn die wollen das ja haben. So, ne? Und das ist dann einfach eine schöne Geschichte zusammen, wie wir es eben auch dann wie wir es so machen können auch. Nochmal zurück auf die Frage, Entschuldigung, ganz zum Schluss. Ja, ob Sie glauben, dass wir irgendwann auf Orangensaft und Bananen und so weiter im Hotel verzichten können? Ich weiß es nicht, ob das funktionieren wird, denn ich sehe auch der Gast, wir haben auch Gäste, die wirklich Ansprüche stellen und sie wollen es haben. Aber wenn man mit den Leuten redet und es ihnen erklärt auch, aber man soll ja nicht immer mit den erhobenen Zweigefinger dastehen und sagen, das ist falsch und das andere ist falsch, sondern man muss einfach nur die Möglichkeiten aufzeigen. Wenn ich heute einen Orangensaft habe und sage, schau, der braucht 1000 Kilometer, bis er hierher kommt und hier hast du einen Apfelsaft, der hat vielleicht 20 Kilometer, dann kannst du entscheiden. Man muss die Leute entscheiden lassen und sie entscheiden schon richtig dann und man muss ein bisschen Vertrauen haben. Und was ich mir eben auch so wünschen würde, dass wir einfach eine bedürfnisorientierte Landwirtschaft in Südtirol vielleicht aufbauen könnten und zusammen mit dem Tourismus, das wäre eine super Vision vielleicht, was man denken könnte, denn ich weiß, es sind sehr viele Kollegen von mir, die ja sicher auch in dieser Richtung arbeiten und nachhaltig wirtschaften und enkeltauglich wirtschaften. Aber ich bin der Meinung, wir sollten diese ganzen Kräfte, was wir da haben, bündeln und etwas gemeinsam draus zu machen, als wie jeder wieder in seinen kleinen Teil wirtschaftet, hier ein bisschen, der andere dort. Und ich glaube, wenn wir uns zusammentun, damit wir auch eine Sogwirkung erzeugen könnten, denn es funktioniert ja mit ein bisschen weniger. Und der Message heißt ja nicht wieder zurück in die keine Ahnung was, in die Steinzeit, sondern es heißt einfach nur ein bisschen weniger, aber dafür mehr Qualität. Und ich glaube, das ist keine schlechte Botschaft, was man geben kann. Genau. Ja, vielen Dank. Ich denke, das ist eine gute Botschaft, die wir auch von heute mitnehmen können. Danke, dass Sie da waren. Ich möchte noch eine kurze Frage stellen an Christian Blümelhuber. Er hat uns auch sehr viel Inspirierendes mitgegeben in seinem Vortrag. Herr Blümelhuber, Sie haben es ja schon angesprochen, in der Krise an der Marke zu arbeiten, an der Beziehung dahinter ist natürlich schwierig. Aber was raten Sie jetzt unseren Betrieben, die jetzt aktuell es vielleicht noch nicht geschafft haben, zu einer Love-Brand zu werden? Wo sollen die jetzt im Moment ansetzen? Die kritische Wintersaison steht bevor. Man weiß nicht, ob die Betriebe vielleicht jetzt überhaupt noch öffnen. Wie sollen sie die Zeit nutzen, um jetzt doch an ihrer Marke zu arbeiten? So, was jetzt gerade im Gespräch hier super rüberkam, ist zu sagen, die Marke ist eben nicht das, was der Betrieb alleine ausmacht, sondern die Marke ist immer ein Zusammenspiel. Der Betrieb mit den Mitarbeitern, mit den Lieferanten und mit den Gästen. Und ein starker Markenleader wie Herr Fauster, der erkennt eben dieses Beziehungsnetzwerk. Und jetzt zu verstehen in der Krise, welches Netzwerk habe ich denn aufgebaut und wie kann ich diese einzelnen Elemente meines Netzwerks auch nutzen, also auch Vertrauen geben an die Gäste, Vertrauen geben an meine Lieferanten. Ich glaube, das ist jetzt so die Aufgabe, mal durchzugehen, mit wem bin ich in Beziehungen und wie können wir uns gegenseitig jetzt helfen. Es gab ja auch Hotels oder bei uns hier mein Kaffee vor der Tür, als Corona-Lockdown war, hat man trotzdem diese Kaffees unterstützt, weil man eben die Beziehung aufrechterhalten wollte. Und das gelingt, wenn man eben eine Marke jetzt nicht vom Werbekonzept ausdenkt, sondern eine Marke von der Leidenschaft und vom Beziehungsnetzwerk ausdenkt. Vielen Dank, Herr Blümelhuber. Leider müssen wir nun den Tourism Talk an dieser Stelle beenden, denn die Expertinnen und Experten
der HGV-Dienstleistungsabteilungen stehen schon in den Startlöchern für das nächste Format HGV Direkt. Sie werden Ihnen nun wertvolle Tipps geben und die Neuerungen aus den einzelnen Bereichen vorstellen. Vielen Dank, dass Sie beim Tourism Talk dabei waren. Auf Wiedersehen. Gut.